Du selber liegst ja nicht da und lässt dich penetrieren. Ja, okay, aber die Frau, die kann sich ja bei jedem Gast aussuchen, ob sie nun Bock hat, mit dem zu leben. Naja. Oder ob sie sagt, so, ich stelle mich... Oh, ganz klar, die Frau kann bei wenn jedem Gast. Wenn ihr das Geld haben. Braucht. Ich bin Aurel, gehe in einer Woche auf die 49 zu und betreibe seit über 20 Jahren hier in Berlin Bordelle. Ich bin Mona, ich bin 28 Jahre alt, ich studiere Psychologie und ich war von meinem 17. bis fast 22. Lebensjahr Prostituierte. Ich habe natürlich häufiger versucht, aus der Prostitution rauszukommen irgendwie, wenn ich gemerkt habe, ich leide darunter. Aber es ist mir erst dann eben kurz vor meinem 22. Lebensjahr gelungen. Mich begeistert an meinem Geschäft, dass ich seit 20 Jahren mit Menschen socializen kann, was ich scheinbar ganz gut drauf habe. Und wenn man das, was man gut drauf hat, damit auch noch richtig Kohle macht, ey, dann bist du mega begeistert. Bordellbetreibern mache ich den Vorwurf, dass sie auf ihren individuellen Profit ausgerichtet sind und sich nicht dafür interessieren, welche Hintergründe die Frau hat, diesen Job zu machen und auch nicht wirklich daran interessiert sind, wie sich Freier den Frauen gegenüber verhalten. Das Geschäft lohnt sich für die Frauen, weil die Frauen in relativ kurzer Zeit verhältnismäßig mehr Geld verdienen, als wenn sie woanders arbeiten würden. Ich denke, dass die meisten Frauen, die sich nicht so gerne in der Prostitution befinden, durch die Prostitution extrem traumatisiert werden. Ja, ich denke, dass es Frauen kaputt macht. Ja, schick. Ja, dann auf. Hi. Hi. Hallo ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt drei Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich. Gut. Stellt euch die folgende Frage im Wechsel und beantwortet sie beide. Frage 1, Tag oder Nacht? Nacht. Du? Nacht. Geld oder Liebe? Geld. Okay. Finde ich schwierig. Echt? Ja. Warum? Ey, Liebe muss man sich doch erstmal leisten können. Liebe muss man sich leisten Deswegen können. Deswegen ist Geld erstmal wichtig. Ich würde aber beides gleichermaßen nehmen. Echt? Okay. Ja. Also ich bin auf jeden Fall für Geld. Ja. Und dann kommt die Liebe automatisch, weil dann ist man ja total ausgeglichen und gechillt und dann hat dich jeder lieb. Und wenn du keine Kohle hast, dann bist du irgendwie total unangenehm und unentspannt. Frage Nummer 3. Rebellieren oder anpassen? Auf jeden Fall rebellieren. Auf jeden total. 100 ja. 200%. Ja, wir haben viel gemeinsam. Ich sehe. Scheiße. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Ja, sehe ich auch so. Safe. Ja. Auf jeden Fall. Wie bist du aufgewachsen? Ja, ich hatte eine relativ desolate Kindheit. Also ich bin, bis ich 4 Jahre alt war, bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die psychische Probleme hatte und dann bei Pflegeeltern. Also das waren sehr strenge Menschen, also die mit Kindern, glaube ich, ganz gut konnten, solange die keinen eigenen Willen hatten. Also sobald man irgendwie eigene Interessen entwickelt hat, die sich von ihren sehr konservativen Ansichten unterschieden haben, waren die sehr rigide. Und ja, auch sehr strafend. Ja, da sind wir wieder beim Thema Rebellion. Ich habe viel rebelliert. Welche Erfahrung aus deiner Kindheit hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Ich habe mit 4 Jahren eine Geige unter den Weihnachtsbaum gelegt gekriegt. Da wurde mir von meiner Mutter und von meiner Verwandtschaft eingeredet, ich bin Wundergeiger, ich wurde zu Jugendmusiziert-Wettbewerben geschleppt. Auf jeden Fall spielte sich mein Leben vom 4. bis zum 12. Lebensjahr nur ums an Wettbewerben teilnehmen, musizieren, üben etc. pp. Ab. Und so hat sich relativ früh in meinem Kopf manifestiert, dass halt Pflichten und Disziplin totale Scheiße ist und dass sich das in meinem Herzen richtig kacke anfühlt. Und mit 12 habe ich dann für mich persönlich die Entscheidung gefällt, so, Geige wird gegen Skateboard getauscht
Und jetzt ist Freiheit. Mhm. Tada! Welche Rolle spielt Religion in deinem Leben? Ich bin tatsächlich religiös. Also ich bin bei einer Art Nahtoderfahrung gläubig geworden vor einigen Jahren. Ich glaube 2015. Erstmal muss ich sagen, hat mir das sehr viel Struktur und Halt gegeben. Inzwischen sehe ich das aber ein bisschen kritischer, diese Form von Struktur und Halt, weil das auch sehr beengt war. Es war ein bisschen wie ein Korsett, das ich mir angezogen habe, um in einer schweren Phase widerstehen zu können. Jetzt inzwischen ist es eher so, ich würde sagen, eine gute Macht, die vielleicht so ein bisschen in meiner Nähe ist, versucht, meine Geschicke zum Guten zu wenden und ja, einfach da ist, wenn ich irgendjemanden brauche. Welcher Verlust hat dich im positiven Sinne geprägt? Anfang dieses Jahres ist mein langjähriger Lebenspartner mit 69 Jahren gestorben. Das war auf der einen Seite das Krasseste und das Schlimmste, was es in meinem Leben gegeben hat. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch so weit positiv geprägt, dass ich dadurch das erste Mal komplett ehrlich über mich und mein Leben und über das, wo ich stehe, nachgedacht habe. Auch wenn ein Tod immer richtig scheiße ist und ich so viel geweint habe wie noch nie in meinem Leben. Aber ich denke mal, ohne diesen Tod und ohne den Respekt, den ich vor diesem Mann habe, weil er halt immer für mich da war, hätte ich auch niemals alles so hundertprozentig ehrlich durchdacht in den letzten Monaten. Ja, tut mir leid für den Verlust. Also, danke. Es muss hart sein, ja. Ich habe Anfang des Jahres eine Freundin verloren. Und ich hatte das Gefühl, dass alles Gute an ihrem Leben, was ich gut fand, ich irgendwie so für mich annehmen konnte, um das weiterzuführen, damit ich auch sie, falls sie mich irgendwie von irgendeinem Ort noch sieht, dass sie sich so mit mir freuen und daran Anteil haben kann. Und so ein bisschen ähnlich klingt das bei dir auch. Die sieht dich auf jeden Fall. Ich fahre auch regelmäßig zum Grab, auch wenn das 600 Kilometer von hier entfernt ist. Mhm. Und ich weiß, dass er mich jeden Tag sieht und ich weiß, dass er jeden Tag stolz auf mich ist. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Sag mir etwas, was du jetzt schon an mir magst. Ich glaube, du bist lustig und exzentrisch. Das sind Eigenschaften, die ich cool finde. Nenne eine Sache, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Ich denke mal, wir haben einen relativ großen Freiheitsdrang und wir haben beide schon oft genug die Emotion Freiheit wirklich gelebt und wissen den Wert dieser Emotion zu schätzen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Aurel und betreibe seit über 20 Jahren hier in Berlin Bordelle. Sicherlich gibt es ganz viele Bordellbetreiber, die Frauen ausbeuten. Sicherlich gibt es auch ganz viele Eierfabrikanten, die irgendwie mit den Hühnern uncool umgehen. Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen coolen Hühnerfabrikanten. Und hier sitzt einer der coolen Bordellbetreiber. Ich bin Mona, ich studiere Psychologie und ich war von meinem 17. bis fast 22. Lebensjahr Prostituierte. Ich war in verschiedenen Bereichen tätig, also die meiste Zeit als Escort, hin und wieder ein paar Wochen im Laufhaus. Ich habe relativ viel Gewalt durch Freier erlebt und auch andere Demütigungen, Grenzüberschreitungen etc. Frauen arbeiten bei mir so selbstbestimmt, dass sie jederzeit sagen können, dass sie keinen Bock haben. Ich denke nicht, dass man mit Geld Konsens kaufen kann. Ich denke, dass jeder Versuch, Konsens durch Geld herbeizuführen, eine drastische Grenzüberschreitung ist. Okay. Willst du anfangen? Soll ich? Du, Ladies first. Okay. Mich interessiert, wie du das so vereinbarst. Also hast du nicht das Gefühl, dass es den Frauen teilweise einfach kacke damit geht? Also wenn ich wirklich bewusst mitkriege, dass es den Frauen kacke damit geht, also wenn ich mitkriege, dass halt irgendein Gast, der regelmäßig Frauen bestellt hat, einfach uncool ist, so, dann schicke ich da keine mehr hin. Ich glaube, das ist ganz normales Geschäftsgebaren. Weil wenn ich eine Autovermietung habe und hochwertige Autos vermiete, habe ich ja auch keinen Bock, dass die Mieter damit uncool umgehen. Und wenn ich das mitkriege, sage ich auch so, Junge, geh mal woanders hin. Also. Aber für mich klingt das halt irgendwie so, als ginge es dabei schon eher so um diese geschäftliche Logik, als jetzt wirklich darum, dass
du so Empathie mit den Frauen hast oder so. Wenn ich jetzt nur Bock auf Empathie mit den Frauen hätte, dann wird bei mir nicht Candy, Sexy Candy Shop stehen, sondern wäre da wahrscheinlich irgendwie Caritas oder Rotes Kreuz oder... Mhm. Selbstverständlich mache ich das, weil ich damit Geld verdienen will. Mhm. Aber ich habe mir halt meine eigenen Rahmen gesetzt, dass ich halt so Geld verdiene, dass ich es halt langfristig mit mir vereinbaren kann. Weil ich muss ja jeden Tag zufrieden ins Bett gehen und jeden Morgen mit einem guten Gewissen wieder aufstehen. Es ist, wie du gesagt hast, dass man unglaublich viel Geld damit verdienen kann. Also auch ungelernt einfach. Ja, und es lohnt sich natürlich auch als Frau in gewisser Weise. Das Problem für mich... Darf ich kurz fragen, warst du nur bei Escort-Agenturen oder hast du auch in Bordellen gesessen? Ja, ich habe ja gesagt, ich war teilweise auch ein paar Wochen im Laufhaus. Ja, ich fand es brutal. Ich war im Frankfurter Bahnhofsviertel. Okay. Ja, okay, das... Das ist Hells Angels, irgendwelche albanische Mafia und irgendwelche Zuhälter, die da rein und rauslaufen. Ich hatte keinen Zuhälter, also ich habe das freiwillig gemacht. Ich habe das nicht, weil ich irgendwie gezwungen wurde oder so gemacht. Ja. Aber ich habe mitbekommen, wie das bei den Frauen war. Und es war eigentlich jedem Scheiß egal. Und das fand ich, also ich fand das krass, dass das legal ist. Also, dass Frauen da drin stehen, ihre Typen ihnen das Geld abnehmen, unten in der Spilo verballern und die Frauen teilweise noch Geld bezahlen mussten für den Protestalarm. Also für den Notknopf musste man 10 Euro pro Hells Angels, der dann hochkam, bezahlen. Das fand ich richtig übel. Wie ist das bei dir? Also was für Rahmenbedingungen stellst du? Das würde mich wirklich mal interessieren. Welche Sicherheitsvorkehrungen? Wie viel Geld willst du am Tag von den Frauen? Oder machst du es prozentual mit denen? Wir machen es prozentual. Wie viel Prozent? Zwischen 40% und 50%, je nachdem. Das ist schon viel. Findest du? Ja, das ist der Standard, ich weiß, aber es ist Ausbeutung. Wollte ich gerade sagen, das ist der Standard. Mhm. Solange es unter 50% ist, ist es legal. Alles drüber ist illegal. Und wenn es über 50% wäre, dann wäre es garantiert Ausbeutung. Ich weiß, dass die Frauen Ich finde, dass es schon vorher Ausbeutung ist, ehrlich gesagt. Weil du selber liegst ja nicht da und lässt dich penetrieren. Das macht ja die Frau. Du stellst nur den Kontakt her oder bietest die Räumlichkeit an. Aber die Frau muss damit leben, das zu machen. 40% oder 50% abzugeben, ich sag dir ganz ehrlich. Plus die Extras, die sie sich einsacken. Aber also ich weiß ja jeden, ich weiß ja, ich sehe ja, ja was aber das für sind Geld ja nicht, die außer Tasche Aber die Frauen gehören ja nicht dir. Du kannst ja nicht prozentualen Anspruch auf diese Frauen erheben. Ich finde das voll krass. Ich finde es ehrlich gesagt fairer, dass ich nur dann Geld verdiene, wenn die auch Geld verdient, als wenn ich der jetzt hier irgendwie 190 oder 200 Euro am Tag Laufhausmiete aus der Tasche ziehe und dann lass sie mal 3 Tage in eine Nullrunde schieben. Dann ist sie mit 600 Euro hinten. Wie assi ja, ist das denn? Ja, das ist assi. Das ja, ist assi, siehst du, ich bin nicht assi, ich bin cool. Nee. Doch, doch. Das heißt, nur wenn die eine Sache asozialer ist als die andere, heißt es das nicht, dass die andere Sache gar nicht assi ist. Also ich muss zumindest zusehen, dass ich jeden Tag richtig Ballett mache, dass die Frauen Geld verdienen. Also für das Geld, was sie an mich bezahlen, mache ich jeden Tag Werbung. Aber überall. Du hast nicht das Risiko, das die Frauen haben. Also erstens, du weißt nicht, mit welchen Konditionen die Frauen reingehen. Du weißt nicht im Voraus, ob die Frau traumatisiert ist, ob sie eine schlechte Kindheit hatte, ob wirklich eine persönliche Tragödie dahinter ist. Ja, okay, aber die Frau, die kann sich ja bei jedem Gast aussuchen, ob sie nun Bock hat, mit dem zu leben. Na oder ob sie sagt, so, ich stelle mir... Oh, ganz klar, die Frau kann bei wenn jedem die das Gast Geld sagen. Braucht. Ich sag jeder Frau, wenn sie damit anfängt, ey, sieh zu, dass du so viel Kohle in der Tasche hast, dass du immer souverän bist. Das sage ich den Frauen regelmäßig. Ich finde nicht, dass man das so sagen kann, weil ich finde, dass es teilweise auch so ist, selbst wenn ich eine volle Tasche hatte, wenn ein gutes Angebot kam, dann hat mich das Geld gereizt. Und dann bin ich teilweise über Grenzen gegangen, weil ich ganz genau wusste, ich kann meine Psyche zack ausschalten. Ja, okay, das ist dann aber, ganz ehrlich, das ist dann aber deine Entscheidung, ob du über diese Grenzen hinausgehst und solange ich... Als Betreiber, die halt vorher sagt, so ey, sieh zu, dass du souverän bist und hab bei allem, was du machst, im Hinterkopf, dass du halt deine Seele damit vergiftest, wenn es sich für dich nicht cool anfühlt. So ey, sorry, mehr kann ich auch nicht machen. Das ist genauso, wie wenn jetzt halt in einem Industriearbeitsplatz die Mitarbeiter irgendwie einmal geschult werden und gesagt kriegen, so hier, nimm Arbeitsschutz, mach dies, mach das, mach maximal 5 Überstunden, weil ansonsten schadest du dir. Ey, und wenn dann irgendjemand so harten monetären Druck oder sonst irgendwas hat, dass er halt der Meinung ist, er muss trotzdem 15 Überstunden machen. Ja, ey, so what? Ich bin nicht die Mutter Teresa. Ja, das stimmt. Aber ich denke, dass die Ansicht, die du hast, voraussetzt, dass Prostitution ein Job wie jeder andere ist. Also du hast ja auch dieses Industriearbeiter-Beispiel dahergenommen. Und ich sehe das einfach nicht so. Also ich denke, dass die Frau als Person vulnerabel ist. Also Männer haben irgendwie...
ich weiß nicht, ihren Körper, mit dem sie eine Frau aktiv penetrieren. Wenn die Sex haben, dann ist das was, was sie nicht verwundet in irgendeiner Form. Aber als Frau ist man einfach vulnerabler, man ist schwächer, man ist dem Mann meist unterlegen. Das passiert ja teilweise auch währenddessen. Also eine Frau kann ja einen Freier reinlassen, ja, der sie dann währenddessen überredet, irgendwas zu machen, was sie nicht will. Und sie ist ausgeliefert, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie kann auch jederzeit Nein sagen. Also wenn jetzt, ja, man kann Nein wenn sagen, du halt von vorne aber du musst dir dann halt die Diskussion geben, du musst riskieren, dass der Mann einfach... Das Problem ist bei Freiern, es ist eine Kränkung, dass der Freier weiß, die Frau schläft nur gegen Geld mit mir. Und diese Kränkung erzeugt Aggression. Und sobald er das Gefühl hat, die macht das nicht, weil sie geil auf mich ist, kommt diese Aggression oft auf. Und dann wird versucht, Grenzen zu überschreiten. Das habe ich so häufig erlebt. Und das erzählen mir alle Frauen, die das gemacht haben, auch. Das stimmt. Die versuchen zumindest erstmal, was geht. Und wenn sie aber dann sehen, was alles nicht geht, dann werden sie oft aggressiv. Also das habe ich zumindest erlebt. Entweder sie werden aggressiv oder sie gehen halt woanders hin, wo es billiger ist, wo es geht. Genau, dann sollen sie woanders hingehen, dahin, wo es billiger ist, und dann sollen sie es da machen. Ja, gut, aber was ist mit den Frauen, wo dann hingegangen wird? Also das ist ja ein strukturelles Problem. Das ist der Lauf der Dinge, das ist im Leben halt so. Ja, das ist dir egal. Nein, das ist mir nicht egal. Aber wie gesagt, ich kann nicht die Welt retten und ich kann nur mit gutem Beispiel vorangehen und bei mir vernünftige Bedingungen schaffen und zeigen so, hey, so kann es im Optimalzustand funktionieren. Das kann ich machen. Ja, ich finde das schon ausbeuterisch, ehrlich gesagt, 40-50% von dem abzuknöpfen, wo eine Frau eventuell traumatisiert wird. Also, eventuell. Das Potenzial ist ja da. Also das ist ja ein bisschen so, wie wenn man sagen würde, ich habe eine Person, die macht was ihr selber total schadet und... Du, das Potenzial ist bei jeder 1 Liter Flasche Wodka, dass irgendjemand sich das Ding an den Hals setzt und so lange trinkt, bis die Flasche leer ist. Irgendwie dann dürft, wenn es danach geht, darfst du nur noch Flachmänner verkaufen. Wie gesagt, das ist das Lebensrisiko, irgendwie das ist. Ich denke, dass das Risiko sehr groß ist. Also man muss sich ja nur mal angucken, wie viele Prostituierte nehmen Drogen, wie viele Prostituierte nehmen Antidepressiva, wie viele nehmen Beruhigungsmittel, wie viele trinken, wie viele kiffen. Ich habe extrem viel konsumiert, um das auszuhalten, ja. Und im Laufhaus irgendwie hat dich keiner rausgeschmissen, hat keiner mitgekriegt, wenn du da in einer Laufhaustür völlig auf Sendung gesessen hast? Das war natürlich nicht erwünscht, genau. Aber das haben die meistens nicht mitbekommen. Okay. Also ich sah ja nicht irgendwie fertig aus oder so. Also wenn ich das bei mir mitkriege, dann fliegen die achtkantig raus. Kriegen die einmal eine Ansage und beim zweiten Mal fliegen sie raus. Wenn die Antidepressiva nehmen? Nee, wenn sie Drogen nehmen. Mhm. Wenn die Frauen das privat machen, ist... Ja, wenn sie es privat zu Hause machen, ist mir total scheißegal. Aber wenn sie es in meinen Räumen machen, das geht gar nicht klar. Darum geht es mir ja nicht. Es geht mir ja nicht darum, dass die Frauen was Illegales machen. Mir geht es nicht um die Handlung der Frau. Mir geht es darum, dass die Frau ja offensichtlich in einer Situation ist, wo sie irgendwas zur Selbstberuhigung braucht. Das Problem ist für mich einfach, dass Prostitution so eine Art Sammelbecken für irgendwie Destruktivität der Leute ist, die sie nicht in ihrer Familie, mit ihrer Ehefrau und so weiter ausleben. Also so alles Schmutzige, Perverse, ich weiß nicht, Aggressive wird an die Prostituierte ausgelagert. Und wenn der Staat sagt, das ist ein Job wie jeder andere, dann gibt man Männern den Eindruck, dass sie das einfach machen dürfen. So, und jetzt sage ich dir mal was dazu. Es gibt kein einziges Land, wo bei verbotener Prostitution nicht stattfindet. Ich will die Prostitution nicht verbieten, das ist nicht mein Problem. Also, aber was willst du denn jetzt ab? Was willst du denn abschaffen, damit es besser wird? Was ich möchte in der Prostitution ist, dass man auf jeden Fall einige Jahre wirklich strukturiert Ausstiegshilfen aufbaut. Dass sie Jobs machen können, die ihnen vielleicht irgendwie besser gefallen, wo sie auch gutes Geld verdienen, wenn es vielleicht auch nicht so viel ist wie in der Prostitution, weil das ist manchmal sehr viel und das kann man oft nicht durch einen Ausbildungsberuf abbilden. Also ich weiß von diversen Frauen, die gehen auf die 50 zu, die arbeiten seit 15 Jahren bei mir in der Tagschicht, die haben es auch schon irgendwie mit einem Job bei Lidl oder mit einem Job bei Hunkemöller oder mit sonst irgendwie was versucht. Und sind dann nach 3 Monaten wiedergekommen. Kennst du den Begriff Puffschaden von den Frauen? Ja, klar. Ja, also das ist, glaube ich, der Punkt. Also man geht da nicht raus und kann einfach wieder in der bürgerlichen Gesellschaft anfangen. Das ist ja auch schon so eine Sache, dass wenn man aus dem Puff kommt, man weiß nicht, wie erzähle ich den Leuten jetzt, was ich gemacht habe all die Jahre? Wie lüge ich in meinem Lebenslauf? Wie kommt das nicht raus? Vielleicht erkennt mich jemand. Also ich kenne das, dass ich oft auf der Straße Angst habe, hä, das Gesicht kenne ich doch. Echt? Ja,
ich habe das oft. Also, und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Frauen auch so ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, sich wieder einzugliedern. Und ich glaube, dass es eben dafür auch wirklich strukturierte Hilfe braucht. Bin ich total dabei? Ja. Bin ich total dabei? Einfach mal Ausstiegshilfen installieren und 5 Jahre laufen lassen und nach 5 Jahren diese Ausstiegshilfen evaluieren. Einfach mal zu gucken, wie viele von den 100 Prostituierten, die ausstiegswillig waren, sind wirklich nachhaltig mit einer Perspektive in irgendeinem anderen Job gelandet und betreiben diesen Job auch immer noch. Ich denke, ich trenne halt so ein bisschen das Individuum Aurel von seiner Rolle. Also als Individuum finde ich ihn lustig und es war auch ein angenehmes Gespräch. Es hätte wirklich schlimmer sein können. aber ja, natürlich, ich habe ja meine Meinung gesagt. Ich finde, Bordell betreiben ist Ausbeutung und das finde ich natürlich nicht gut. Sie hat auf jeden Fall eine fundierte und qualifizierte Meinung. Teilweise ein bisschen zu sehr von sich vereinnahmt, aber wie gesagt, völlig in Ordnung, weil ich meine, sie hat die Sachen halt am eigenen Leib erlebt und an ihrer Seele. Meine Meinung hat sich durch dieses Gespräch minimal verändert. Ich habe mal wieder festgestellt, dass halt die Wahrnehmung einer Frau zu einer Sache wie Prostitution eine komplett andere ist wie die Wahrnehmung eines Mannes. Ich fand's extrem interessant, wie sich eine Diskussion verändert, wenn man vorher irgendwie privat miteinander gesprochen hat. Oh, das Experiment hat mir sehr gut gefallen. Das war einfach eine coole Protagonistin, mit der man wirklich qualifizierte Dialoge führen konnte. Ich fand es wirklich spannend, mit jemandem zu diskutieren, der selbst Bordelle betreibt, in dieser Welt drin ist. Es hatte auch was sehr Vertrautes für mich. Also dieser Jargon allein, das war was sehr Bekanntes. Wir hätten sicherlich noch weiter diskutieren können. Aber ich denke mal, dieses Thema, das ist dann halt auch irgendwann endlich. Weil ich habe halt eine hundertprozentig monetäre Absicht und sie hat halt eine hundertprozentig emotionale Absicht. Das war ein richtig geiler Real Talk. Da oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Da könnt ihr euch ein weiteres Sag's mir Video verpassen. Und da gibt's auch noch was von dem Kanal.